Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Städtedreieck und fahren heute die Linie 62. Mit dabei ist der Nick. Hallo, Freude, Party. Ja, wir haben gerade 0 Uhr geknackt und oder was anderes geknackt, ne Nick? Genau. Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind, aber ich kann das leider nicht allzu laut tun, weil schon alle, die sonst hier so leben, schlafen. Ja. Wer es jetzt übrigens auch mitbekommen hat, ja, das bin wirklich ich. Ja, man glaubt es kaum. Also, ich bin das hier immer noch. Ich mache das hier immer noch weiter mit YouTube, allerdings mit einem neuen Mikrofon bzw. Headset, dem Logitech G. Schieß mich tot. 430 war es, glaube ich. Haben wir jetzt überhaupt erzählt, was ich geknackt habe? Nee. Ist gut. Ja, 100 Abonnenten, Party. Ja, und nur weil der Nick jetzt 100 Abonnenten hat, heißt es das nicht, dass ihr natürlich den Nick nicht abonnieren müsst. Also ihr könnt natürlich immer noch weitermachen. Was ist das für eine Route hier? Ja. Das, ich muss mich nur gerade leider sehr leise freuen. Das ist ein bisschen doof. Deshalb kann das jetzt sein, dass das ziemlich emotionslos klingt. Gisela Müller-Wolfig nach Sprüngendorf Bahnhof. Das ist korrekt. So, Fahrerkarte einschieben. Welcome. Guten Tag. Mustermann, ja. Nicht ganz richtig, aber ist ja egal. Hallo. Nee, ich nicht. Beginnerland Deutschland. Eintrag gespeichert. So, gut. Dann treten wir die Bremse, tun den Gang rein und dann geht schon hier wieder los. Sitzt die Bremse, das tut ja doch auch weh. Ja, gut. Wir fahren heute Euro 3 ZF mit OM457er. HLA. Sehr schön. Ah, ne? Ja, eure drei Beste. Übrigens nicht so viel. Ich. Ah, Skype ist heute wieder toll. Ja, Skype macht das super. Ja, die KI hat das in dem Kreisverkehr hier auch. Weder viel Frames noch gute Auflösung. Toll. Ach du Heiliger. Es wird doch heute nichts mehr. Okay. Wir machen einmal Trick 17 mit Selbstüberlistung. Oder ne, sie fahren. Halt, stopp. Halt, stopp. Nicht halt, stopp. Ach ja, das ist ja super, die OMSI-KI. Dass man nicht rumst. Also, ich weiß noch nicht, ob das so mit dem Ton hundertprozentig okay ist. Hier wurde zum Beispiel gesagt, dass ich mal ein bisschen mehr Bass reinhauen sollte. Ja. Naja. Mal schauen. Weiß ja nicht. Also, ich lasse das auch so, wie es ins Mikrofon geht. Uiuiui. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man da jetzt noch extra irgendwie Dings und so. Was höher drin muss? Ja. Das ist nicht so, wie es ist. Ich wusste nicht, dass man nach rechts auch Pfade verlegt hat. Ich hätte jetzt natürlich gedacht, das wäre so Billo-mäßig, dass man das nicht gemacht hätte, weil sonst würden die ja nicht alle abbiegen. Oder irgendwie so komisch waren. Was machen die da vorne? Oh, zumindest hier verfranzen sie sich. Ich weiß gar nicht, warum ich Städtedreieck fahren wollte. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Nee, hey, nicht nächste Route. Ah, jetzt hat sich. Jetzt hängt Omsi gerade. Ah, das hat er.
Bitte warten Sie, bis das Programm wieder da ist. Ah. Das Gute an dem neuen Headset ist erstens kein Rauschen mehr. Und zweitens kein zeitweise so nach alle 10, 15 Minuten mal dass die Soundqualität generell das Mikrofon einfach mal kurz abkackt. Dann nur noch ein nerviger Ton zu hören ist. Na, nerviger Ton ist ja irgendwie. Habe ich mir sagen lassen, ist nicht so toll. Meist nervig für andere. Ja, nervige Töne sind nervig. Das hast du sehr gut erfasst. Ja, ne? Finde ich auch. Ich weiß nicht, Vorfahrtsregeln oder sowas hat man bei denen auch noch nicht gemacht. Oh. Nee, gibt's nicht. Ja, so, Vorfahrt, sonst so? Vorfahrt ist leider aus. Naja. Also, an all diejenigen, die das sehen, das kommt hier Montag, die erste Folge. Ich denke mal, wir bekommen zwei hier raus. Ah, könnte knapp werden. Wir schaffen das schon. Ne, Nick? Ja, wir schaffen das. Zweifelsfall haben wir halt einfach ein bisschen mehr Verspätung. Oh, scheiße, diese Anspielung wieder. Nee, kommt mir auf. Also, ist okay. Ich glaube, der bekommt das gar nicht richtig mit, weil er sich so freut über sein Haus. Ja, nee, ich bekomme schon noch Sachen mit. Also ich. Achso. Auch wenn ich mich darüber freue, bekomme ich noch andere Sachen mit. Und auch wenn sich nein, so nicht, anhört, nächste als würde ich mich darüber freuen, ist es so. Ist halt blöd, wenn schon alle schlafen. Ja. Bisschen. Hier halt leider noch nicht. Aber gut. Kann's halt nichts ändern. Nee. Kannst du nichts machen, musst du gucken. Eben. Joa, also wir haben jetzt aktuell den Samstag um 0:12. Ja, quasi den Samstag. Ja, und vor Viertelstunde 20 Minuten war es soweit. Also noch am Freitag. Ja, ja. Die Nacht der Nächte. Diese Nacht der Nächte. Kennst? Ja, geh. Das ist einer von den toten Hosen. Oh, ich hab einen Videotitel. Hihi. Arsch. Nick, wie sieht's denn aus? Machst du ein 100 Abonnenten-Special? Ja, natürlich mache ich das. Ah, hab ich auch gesagt. Du sagst schon was, aber verrate ich nicht. Hab ich auch schon gesagt, Nick. Den 100 Abo Special mache. Siehst du bisher eins auf meinem Kanal? Nein! Ah! Meinst du nicht ein 200 Abo Special? Nee, auch ein 100 Abo Special hatte ich schon vor. Aber war das 100 Abo Special nicht quasi der Livestream? Nein, der Livestream kam bei 70 oder so. Ach so. Den hatte ich einfach random gemacht. Ja, gut, okay. Nee, bei mir kommt auf jeden Fall eins. Special. Wie vielen Leuten weiß ich nicht, aber es wird Chaos. Und lustig. Ah. Hoffe ich. Ja, ich glaube aber nicht, dass ich zu den 200 jetzt ein Special machen werde. Ich denke wohl eher zur 100. Folge um sie. Vielleicht irgendwie mal was Längeres fahren. Ja, das habe ich auch vor. Die steht ja bei mir auch recht bald an. Ich weiß ja nicht, wie deine Übertragung gerade ist. Beschissen.
Ja, gut. Genauso Warum? Wie der Typ da gerade von der KI. Stand einfach mit seinem Auto rechts blinkend auf dem grünen Streifen in der Mitte. Allerdings natürlich in das Gegenrichtung. Ist gut. Guten Tag. Oh, hallo. Ist das geil, wie im Kühlschrank. Ja, ist wie im Kühlschrank, ne, Nick? Komm, Heizung. Weißt du, GSG hat es mir vorhin auch schon nicht leicht gemacht. Jetzt fängst du auch noch an. Hä? War jetzt eine Anspielung darauf, was die Dame hier gerade gesagt hat. Ist ja so kalt hier wie im Kühlschrank. Ach so, ich dachte jetzt, das wäre wieder irgendein Witz. Nein, weil... Achso, warum gucke ich eigentlich links und rechts? Obwohl ich grün hab. Für den Fall, dass die Ampel falsch geschaltet ist. Ja, wobei, weiß man auf einigen Maps echt nie. Ja. Allerdings. Gar keinen. So. Hey, warte. Moment, ich wollte gerade irgendwas sagen. Weiß aber nicht was. Das ist gut. Ah ja, wir hatten eigentlich auch ein bisschen was anderes produziert, und zwar Train Simulator. Die erste Aufnahme von 1,5 Stunden, die relativ failig war, durfte ich wegschmeißen. Beziehungsweise, ich glaube, das Beste habe ich sogar noch rausgecuttet. Oder noch nicht, ich weiß es noch nicht. Was heißt, ich weiß es noch nicht, ich weiß es jetzt nicht genau. Die Aufnahme dann danach, die wir quasi dann wiederholt haben, die durfte ich auch wegwerfen, aufgrund von Problemen mit OBS. Wo ich dann auch nur so einen kleinen Teil rauscutte, was quasi so so eine Art Fail, Best-Offer, seht ihr dann am Ende des Jahres. Und hier halt die Aufnahme auf München Parsing, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die hochladen will. Hallo. Werde. Ich glaube aber nicht. Ich fand die irgendwie nicht so repräsentativ. Wie siehst du das? Weiß nicht. Ist ja. Das war da, wo ich jeden zweiten Bahnhof verfehlt habe. Ach so, ja, lustig fand ich das. Können Sie die vorsichtiger fahren? Oh, toll! So ein Dreck ist. Naja, machst du halt nix. Mutter gucken zu, meine Damen und Herren. Ja. Worüber kann man denn noch reden? Talken hier. Talkmaster. Ja. Weiß ich nicht. Ah, mir fällt gerade ein. Musst du wissen. Ja, mir fällt gerade was ein. Und zwar hatte ich ja noch den Hashtag Wunsch auf Aachen reinbekommen. Im Schnee. Mit Zitaro G. Ja, schöner Reim, ne? Toll. Schöner Reim wie fein. Oh. Ja. Denk mal, das mache ich dann. Kommt wohl dann als nächstes, allerdings wohl eher solo besetzt. Trotz, dass es ein Gelenkbus wird. Wie witzig. Ja, ja. Das ist ganz besonders toll, wenn man vorher schon 2 Stunden mit GSG aufgenommen hat. Hat der so schön? Kann das auch ganz gut mit den Flachwitzen. Gut, das stimmt. Ja, das war teilweise echt sehr unterirdisch, was das Niveau angeht. SS Niveau, wir sinken. Genau.
aber hat trotz allem Spaß gemacht. Das ist ja zumindest die Hauptsache. Genau. Schaltet sogar weiter. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier richtig fahre. Als wir hier NE 77 gefahren sind, nicht in einer